So, herzlich willkommen zurück zu Das dunkelste Stunde Anwesen. Wir wollten hier weitermachen direkt. Nimm das hier noch im Anschluss auf. Das sind unsere Questgegenstände, die müssen wir benutzen, um diese verfluchten, diese verfluchten Altäre zu reinigen. Wir nehmen mal komplettes Essen mit. So. Und zweimal Fackeln. Schlüssel, Schaufeln habe ich alles und go. Kriegen ja ein bisschen Platz rein, wenn je mehr Questgegenstände wir finden. Das sind wieder Sachen, die sind, glaube ich, in Räumen. Ich glaube nicht, dass die zwischen den Sachen auftauchen. Can the defiled be consecrated? Can the fallen find rest? Okay, hier ist schon mal ein Questort, dann gehen wir hier hin. Bücher. Gucken wir mal. Einen bleibenden Effekt. Labyrinth-Erforscher. Ich muss auch irgendwann nochmal Geld in der Hand nehmen. Wenn wir genug Geld haben und die Leute bei uns im Prinzip schon Max-Level sind, müssen wir irgendwann nochmal gucken, dass wir alle auf ein gewisses Level anheben. So. Der Altar wurde geläutert, nicht auf ein gewisses Level anheben. Was laber ich da? Gewisse Effekte festigen. Man kann ja auch noch positive Effekte festigen. Sonst werden die ja immer ein bisschen. Sonst werden die ja immer entfernt. Aber man kann die auch festigen. Und bei höheren wäre das ja auf jeden Fall sinnvoll. Hier ist übrigens noch ein Questort, sehe ich gerade. Oh! The way is lit. The path is clear. Wollen wir den We Schlurfer require versuchen? only the strength to follow it. Komm. 116. Das können wir schaffen. Wir werden natürlich wieder überrascht, aber tatsächlich ist die Konstellation gar nicht mal so schlimm. Wie viel Gift auch? 60. Das ist natürlich hart. Aber okay, sehr gut. Wurde trotzdem. Dann markieren wir den noch. Wie viel betäuben? 120, das wird nichts. Dann hauen wir drauf. So, und er hat natürlich. Sehr schön, sehr schön. Schaden gegen Gezeichnete, 2 Runden lang. Gewogener Rückzug. Okay, da holt er so komische Sporen. Der Angriff war natürlich heftig. Oh. Ja, okay, die muss ich auf jeden Fall wegmachen. Die buffen sich ja des Todes. Boah, die sind natürlich ziemlich robust jetzt mittlerweile. Aber die verteidigen ihren Meister nicht so gut. So, einer ist down. Ich glaube, mit der anderen schieße ich rüber. So, damit der weiter geschwächt wird. Und auf haltsamer Ansturm, okay. Ja, das hier ist der Gebuffte, der ganz hinten. Der macht jetzt natürlich einen heftigen Angriff. Okay, 6 Schaden. Oh. Der bufft sich halt immer weiter, ne? 100 Schaden macht er jetzt schon. 100% mehr Schaden. Okay. Ich würde tatsächlich weiter mit Gift auf den draufhauen. Er ist noch gekennzeichnet. Sehr schön, sehr schön. 27. Ich glaube, jetzt mache ich alle Angriffe, konzentrierten Angriff auf ihn. Ja, jetzt holt er ein bisschen rum. Das ist für die jetzt nicht schlimm, dass sie sich bewegt hat. Impressive. 12 Schaden. Ja, er stirbt am Gift, aber ich will ja nicht noch Schaden von den Sporen. Ah, okay. Gott sei Dank, ich will ja nicht noch Schaden von den Sporen kassieren, deswegen mache ich ihn jetzt weg, aber. Den Schaden muss ich jetzt nehmen. Oh, 19 Schaden. Jetzt muss er jetzt wieder auf der Probe gestellt. Oh, nice, sehr schön. Das ist natürlich jetzt richtig gut. Auch für später. Für den Rest der Quest. Ja. Machen wir ihn einfach weg. Ah, okay, der Kampf geht weiter.
Okay, schade. Dann muss ich ihn zusammenflicken. Okay, okay, okay. Ja, die machen halt jetzt schon Schaden. Ich glaube, danach lagern wir einmal. Ja, der ist halt schon bei 150%. Der macht die jetzt. Der macht jetzt halt richtig viel Schaden. Ah, und wir treffen auch gerade nicht. Oh, nice. Machen wir das mal. Vielleicht fokussiert der sich dann ein bisschen mehr auf ihn. Ich muss sie halt jetzt heilen. Also, wir haben jetzt den Vorteil, er kann jetzt immer nur einmal angreifen. Wir können gegen heilen. Ja, und Reynold tankt das jetzt gerade ganz gut. So, der hat auch schon eine Abwehr des Todes. So, machen wir mal den ganz großen Haufen da weg. Ja, pff. Der Giftschaden muss es jetzt halt machen. Alter, 22 Schaden. Okay, Reynold, du musst sie jetzt heilen. So, das Vieh ist down. Das ist nicht schlimm. Ja, 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 hol mal nicht rum. Danke. Ahnenschatz. Oh, schon nicht schlecht. So, dann machen wir es mal wieder ein bisschen heller. Ja, okay. Reeling, gasping, taken over the edge into madness. Und dann schärf mal den das Gedöns. So, dann lagern wir jetzt. Einmal futtern. Was? Gegen. Ach so, gegen Größe 2 Gegner. Okay, okay, okay. Vorratsgegenstand. Okay. Galgenhumor. Das ist schon mal ganz gut, dass das hauptsächlich funktioniert hat. Okay. Die sind gerade alle nicht gewillt, das zu tun, was ich möchte. Die hat einfach nochmal gefuttert. Gehen wir noch hier oben hin? Ja, komm, warum nicht? Wenn wir schon mal einmal nach oben gegangen sind, können wir auch ganz nach oben gehen. Ah! Aha! Sehr gut. Da ist ein Rekrut und ein Veteran. Wir haben sie überrascht. Das war sehr nice. Oh, stell dich jetzt mal hier nicht so an, ja? Danke. Annihilated.
Ja, gleich ist nur noch der Veteran da. Oh, schade, Reynolds hat nicht getroffen. Oh, sehr schön. Der Knochenveteran. Alter! 36. Kritischen Schaden. Ja, der war gerade jetzt wirklich kraftvoll. Ja, okay, wir können nichts machen. Das stresst ihn jetzt natürlich. Ja, wir können einen nach vorne wieder gehen. Und sie kann heilen. So, das müsste es jetzt auch mit seiner Tarnung gewesen sein. Oder nicht? Ja. Sehr schön. Reynold, walte deines Amtes. Destroy them all. Ja, also ich würde sagen, das hat sich jetzt schon gelohnt, nur allein schon wegen den Ahnenschatz. Geh jetzt nochmal hier oben rein, gucken. Oh, ein Gargoyle. Ja, ein Gargoyle ist, glaube ich... Ja, der hat eine recht hohe Abwehr. So, jetzt habe ich alle irgendwie einmal angeschwächt, aber keinen getötet. Ja, und Reynold trifft auch nicht. Ja, zu Recht 5 Stress mehr. Grievous injury. Palpable fear. Tja, die versuchen die jetzt irgendwie so ein bisschen in den Wahnsinn zu treiben, aber wir halten eigentlich da ganz gut gegen. Muss ich ehrlich gestehen. Wow. Das war wirklich unvernünftig. Ja, ist auch noch nicht so schlimm. Das auch noch nicht. Das war sehr schön. Das Reynold. Das war auch sehr schön. Das Geräusch von dem Vieh. Bolby ist auch richtig unvernünftig geworden. Der trifft gar nicht mehr. So, damit wäre der schon mal Geschichte. Oh, Reynold ist auch bald Geschichte, wenn ich mir jetzt so angucke. Heil dich mal. Kannst die ja eh gerade nicht treffen. Ja, das war in Ordnung. Die wird wie so ein Tischtennisball hin und her geschleudert und Hacke ins Gesicht. Sehr schön. Oh, ich trage schon zu viel. Warte. Einmal so und einmal voll futtern, bitte. Danke. So, Schlüssel. Ab dafür. Danke. So. Ja, und weiter geht's. Ja, und hier haben wir halt schon direkt unsere Quest geschafft, ne? Wir müssen ja nur 3 Altäre schaffen. Ist natürlich die Frage, ob wir da noch weitergehen wollen oder nicht. Ich meine, wir haben den Schlurfer besiegt, ne? War schon nicht schlecht. War nicht sogar hier dieses kristallene Etwas oder wie das heißt? So, das machen wir dann jetzt eben kurz einmal weg. Können ja noch einmal, wir können ja hier und dann noch hier runter gehen oder so. Schauen einfach mal. Even the cold stone seems bent on preventing passage.
Ich meine, ich würde halt relativ ungern, weil wir halt schon relativ stressbelastet sind. Komm, wir gehen wieder zurück. Ich meine, ich will den Ahnenschatz auch nicht aufs Spiel setzen, bin ich ehrlich. 6000 kriegen wir, ist ganz gut. Und er ist Level 5 aufgestiegen, das ist natürlich ein bisschen schade. Zielsicher, das ist natürlich schön. Und Bolby ist langweilig geworden. Ah, okay. Haben wir denn jetzt den Boss? Jo. Das wird sich dann nämlich auch direkt lohnen, den Boss zu machen. Lass dich mal von der Langeweile befreien. Ich würde tatsächlich sagen, also, ja, Reynold, der will da nicht mitmachen. Vielleicht sie? Ja, sie kann ich nicht mitnehmen. Aber ihn? Na, ich habe keinen Frontliner. Ich könnte die Barbaren mitnehmen. Aber die ist mehr so... Ich hau dir auf Fresse. Anstatt Frontliner. Ich könnte ihn mitnehmen. Also ich meine, ja, wir haben halt schon ein paar Attacken, die wir mit ihr zum Beispiel machen können. Leben. Die hat 37. Gut, die ist ein Level höher. 28. Ich könnte theoretisch die mal mitnehmen. Wir müssen halt auch noch die ganzen Fähigkeiten alle verbessern. Will ich überhaupt die Fähigkeiten mitnehmen? Das ist halt auch nice. Adrenalinschub. Kann die sich selbst auch heilen? Anstatt dass vielleicht das Ausbluten. Oder die Attacke, die soll eh nicht hinten stehen. Die kommt dann zwar ein nach vorne. Dafür habe ich mich entschieden. So. Wir werden jetzt noch ein paar Sachen verkaufen, die wir wieder nicht brauchen. Aussätziger Kreuzfahrer. Kreuzfahrer brauchen wir nicht. Immer verkaufen. Brauchen wir nicht. 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 Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ganz ehrlich. Brauchen wir wirklich nicht. So, so. So, so. Ja, ich habe halt... Ah doch, alle sonst sind fertig. Ich würde halt tatsächlich bei ihm... ihm das hier geben. Bei der Barbaren... Das ist ganz nice. Das ist auch eigentlich... Ja, minus 10 Max LP. Haben wir Schaden? Wie wäre das denn bei dir? 29. Aber Schaden von 10. So. 4 Schaden mehr. Wie sieht es bei dir aus? Das ist ziemlich
Das ist in Ordnung. Das könnte man tatsächlich machen. Ich glaube nicht, dass wir gegen Steingebilde oder gegen Blutsauger kämpfen. Ja. Ansonsten. Plus 2 Geschwindigkeit. Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Ich denke mal, so ist das schon in Ordnung. Wir haben jetzt natürlich nur noch 3000. Müssen wir nochmal was verkaufen? Immer. Das war die ganzen normalen Sachen, die können alle weg. 8000. Kriegen wir alles. Kriegen wir alles nochmal. So, ich würde sagen, das reicht dann auch erstmal. Ja, ich hoffe, damit ist auch die Folge nämlich wieder vorbei. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann wisst ihr ja auf jeden Fall schon mal, auf was ihr euch in der nächsten Folge freuen könnt, nämlich auf den Nekromanten. Das ist, glaube ich, unser erster Boss mit Ausnahme vom Baron auf Veteran. Und bei denen ist es keine epische Questlänge, sondern eine mittlere Questlänge. Das bedeutet, wir können uns nicht zurückziehen. Wir müssen es mit dieser Gruppe schaffen. Genau, das sollte ich vielleicht eben schnell nochmal nachgucken, bevor ich das dann am Ende wieder vergesse. Ja, alle anderen Fähigkeiten sind sonst in Ordnung. Dann auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.